Wer entspannt ist, ist erfolgreicher. Das behaupten zumindest die beiden Brüder Johann und Norbert Beck. Sie kommen eigentlich aus der Unternehmensberatung, entdeckten dann aber immer mehr die Kraft der Achtsamkeit. Durch Achtsamkeit gewinnt man eine andere Lebenshaltung. Ich nenne es mal bewusste Gelassenheit. Man kann sich aus Stresssituationen herausnehmen, man wird nicht so anfällig für Stress, man kann mit Stress sehr viel besser umgehen. Doch was kann man gegen den Stress praktisch tun? Es geht eigentlich darum, geistesgegenwärtig zu sein. Also mit meinem Geist präsent zu sein und auch mit meinem Herz in diesem Moment zu sein. Und wir sind sehr viel beschäftigt mit den Sorgen von morgen und dem Ärger von gestern und eben nicht hier, sondern immer beim Nächsten, was noch zu tun ist. Die meisten Referentinnen auf dem Kongress innehalten, raten dazu, sich erstmal mit dem eigenen Atem zu beschäftigen. Und den können wir gezielt beeinflussen. Das ist das Einzige, was wir in unserem Nervensystem wirklich gezielt beeinflussen können. Und es war ja auch die Frage, sind achtsame Unternehmen erfolgreicher? Und es wurde ganz klar beantwortet, ja, mittel- und langfristig auf jeden Fall, wenn es intern von der Führung und von den Führungspersonen auch getragen wird. In der Innehalten-Region Neumarkt ist das wohl tatsächlich der Fall. Selbst Oberbürgermeister Thomas Thumann besuchte den kompletten Seminartag. Ja, in meinem Beruf jetzt als Oberbürgermeister, eben auch jetzt 15 Jahre, hat man mit vielen Themen, Stressbewältigung etc., Konfliktbewältigung zu tun. Und was ich jetzt auch nochmal zusätzlich aus diesen bisherigen Vorträgen schon mitnehme, dass man immer wieder einfach auch Techniken üben muss, dass man immer mal wieder sich zurückziehen sollte, um ja, diesen Situationen auch vielleicht noch besser gerecht werden zu können. Der Punkt ist nur eben leider, wenn wir richtig im Stress sind, dann wissen wir zwar, wir könnten autogenes Training machen, wir sollten einen Spaziergang machen, wir sollten uns mal wieder eine Pause gönnen und vor allen Dingen auch gesund essen und unsere Freunde sehen, sofern wir das trotz Corona denn dürfen. Wir machen es aber nicht mehr. Zum Glück gibt es zwei wichtige Gastdozentinnen. Tabi und Fanny zeigen den Menschen ganz praktisch, wie das geht mit der Entspannung. Die Katze ist genau da, wo sie jetzt ist. Und wenn was Spannendes da ist und sie jagt, die Maus kommt oder was raschelt, ein Blatt oder so, dann ist ihre Aufmerksamkeit da und dann ist sie im Antrieb. Aber wenn die Maus weg ist oder wenn die Gefahr weg ist, der Hund von nebenan, dann kommt sie auch wieder in die Ruhe. Die wissen das, wie man das macht.